Hi und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute ist Mittwoch und heute habe ich schwere Kost dabei. Und um euch vorzuwarnen, am Freitag habe ich auch nicht gerade viel leichtere Kost. Also, heute wird nicht an der leichten Brokkoli-Kost geknabbert. Heute nehmen wir die fettigen Pommes, die fettige Pommes-Kost. Gut, ich habe die letzte Zeit öfter im Fernsehen oder auch, naja, eigentlich in den Mediatheken, weil ich da mehr bin als im Fernsehen, ich gebe es zu, mitbekommen, dass gerade wieder die Diskussion ums Hartz IV aufkocht. Und ja, ich dachte, ich möchte für euch mal diese Geschichte in drei Punkte unterteilt, euch meine Perspektive darauf mitteilen. Einfach mal meine Meinung zu erzählen, weil, naja, in Anbetracht dessen, dass ich selbst da auch zu den Leuten gehört, die Hartz IV bekommen, finde ich, ich kann da vielleicht mal was dazu erzählen. Also, der erste Punkt, den ich erzählen möchte, ist so dieses das Außenbild, das es so gibt, so allgemein. Nein, das ist schwach. Nee, fangen wir lieber mit einem anderen Punkt an, das ist besser. Nämlich, nein, nehmen wir doch den Außenpunkt, entschuldigt. Bis ich mich entschieden habe, ist das Video schon vorbei. Ja, wir nehmen erst die äußere Wahrnehmung. Dann die innere Wahrnehmung und dann habe ich noch so Ideen, was ich als Verbesserungsvorschlag hätte. Also, so nachdem, wie ich es befinde und wie man es oft so im Fernsehen mitbekommt oder auch auf der Straße, ist es oft so, dass viele Leute sagen, ja, Hartz-IV-Empfänger, die wollen ja gar nicht arbeiten, die sind doch nur faul und so weiter. Und die engagieren sich ja gar nicht und überhaupt, die leben nur auf Kosten vom Staat. Und ich finde es ein bisschen schade und auch nicht wirklich gerecht, weil es gibt verschiedene Gründe, warum man in diese Situation reingerät. Es gibt zum einen den Grund, dass man den Job verliert. Ja, das ist dann dieses Prinzip, ich habe meinen Job verloren, ich würde auch gerne wieder arbeiten gehen, aber bekomme keinen neuen Job. Gut, es gibt auch die Situation, ich habe meinen Job verloren, ich will aber auch nicht mehr einen neuen Job suchen. Es gibt aber auch die Situation, ich habe jahrelang gearbeitet und kann dann nicht mehr arbeiten aus Krankheitsgründen. Es gibt dann aber auch noch die Situation, ich kann von Anfang an nicht arbeiten und bin Mami, wenn du die Schokolade jetzt essen musst, dann könntest du bitte nicht raschen. Ja. Doch, Mama, glaub mir, dieses Mikro ist sehr gut. Entschuldigt, ja, auf jeden Fall gibt es dann die von Anfang an nicht arbeiten können, aufgrund von Krankheiten, die sie in der Jugendzeit oder auch so haben, die sie dann auch ein Leben lang weiterhin haben werden. Es gibt den Grund, dass man nur aufstocken muss, weil man eben arbeitet, aber nicht genug verdient, um zu überleben. Und ja, wenn man das bedenkt, dass es so viele Gründe gibt, finde ich sehr, sehr schade, dass viele Leute in der Gesellschaft das alles über einen Kamm scheren, dass es ein einziger Grund nur sein kann, weil es gibt ja nichts anderes außer, die sind alle faul. Es gibt ja keine anderen Gründe. So, das kommt mir so oft so vor. Und ich finde es dann immer recht schön, wenn in Diskussionsrunden oder auch irgendwo anders auch mal die andere Perspektive erwähnt wird. Was ich schade finde, ist, wenn Leute, die selbst mal betroffen waren, die dann jetzt in einer anderen Lebenssituation sind, dann verurteilend gegenüber denen, die es dann nicht so einfach haben, in der Situation sind. Also wenn einer sagt, ich habe früher auch Hartz IV empfangen und ich habe super davon leben können und ja, und dann sagt er, ich kann nicht verstehen, wieso man da nicht damit leben kann oder warum man davon nicht überleben kann. Wo ich mir dann denke, ja, aber jeder Mensch hat eine andere Lebensrealität, eine andere Situation und macht und das Geld ist ja, du kriegst das Geld und hast keine fixe Gründe, wie du das ausgeben musst. Und jeder braucht es für andere Dinge. Die einen sagen, ich brauche es hauptsächlich fürs Essen und für Kleidung. Andere sagen, ich brauche, um überhaupt wieder in die Arbeitswelt hineinzukommen oder so. Oder die Chance zu haben, etwas mir zu oder mir was wieder zurückzuholen, brauche ich eben auch ein Auto. Und Autos kosten eben, mal abgesehen von Anschaffungsgeld, nur auch Versicherung und so weiter. Und das sind dann halt andere Kosten. Und da finde ich es dann einfach ein Fehler, dann zu sagen, nur ich selber schuld.
Ja, jetzt kommen wir mal zum Punkt 2, den ich damit haben kann, nämlich die Innenwahrnehmung. Das, wie ich es befinde, wenn ich so drüber nachdenke. Also ich gehöre ja zu denen, ich werde nicht ewig Hartz IV bekommen. Das ist jetzt schon klar, weil ich nun mal nicht arbeitsfähig bin. Und dann irgendwann werde ich in die Grundsicherung umwechseln. Und ich hoffe, dass das toi toi toi, dass das bald soweit ist. ja. Und es ist einfach so, dass der Schritt ist, man muss sich erst beim Hartz IV beantragen und die stellen dann fest, irgendwann auf Basis von einem Treffen mit einem Arzt oder eben auf Aktenlage, ob man arbeitsfähig ist oder nicht. Und wenn man nicht arbeitsfähig ist, muss man dann einen Antrag bei der Stadt stellen auf Grundsicherung. Die sagen aber meistens dann, nein, wir wollen nicht. Also nicht wundern, falls man ein Ablehnungsschreiben kriegt, aber ich habe da noch gar keins bekommen, fällt mir gerade ein. Aber man soll sich nicht wundern, da sind wir gewarnt worden davor. Und dann beginnt so ein Dreiecksstreiten zwischen Arbeitsamt und der Stadt und der Rentenversicherung, die sich dann im Kreis drumherum streiten, wer jetzt für dich zuständig ist. Und ich muss sagen, so für mich als jemand, der gerade mitten in diesem Streitding drin ist, fühle ich mich unglaublich ungewollt. Keiner will mich haben, gefühlt. Tut mir leid, aber so kommt es mir manchmal dann vor. Und ja, was ich auch sagen muss, ist natürlich, dass es da Regelungen gibt und Regeln und Auflagen, die sind unfassbar streng. Und ja, ich weiß, es soll Sozialbetrug vorbeugen und allem, aber es ist so streng, dass man sich da oft auch wirklich in einer engen Corsage vorkommt. Man darf nur ein gewisses Sparguthaben haben. Man bekommt so und so viel, aber das Geld muss man komplett am besten jeden Monat ausgeben. Also wenn man dann, sagen wir mal, zu wenig ausgegeben hat, ist auch nicht gut, weil man darf ja nicht sparen wirklich und man darf nur bis zu einem gewissen Punkt sparen. Man bekommt nur eine Wohnung in einer gewissen Größe. Das ist was, wo wir übrigens nachher nochmal dazu kommen. Man muss selbst den Strom zahlen. Was ein Kostenpunkt ist, der ist wirklich unkalkulierbar. Und ja, und Versicherungen und so weiter werden einem nur die Krankenversicherung gezahlt. Die anderen Versicherungen, also sowas wie eine Hausrat, eine Unfallversicherung und das alles, das wird einem nicht bezahlt. Und Versicherungen sind nun mal das, was mit Abstand auch einer der teuersten Punkte ist. Und was ich auch schwierig finde, ist, dass man echt sehr, sehr viel abgezogen bekommt. Also wenn man nicht gerade beweisen kann, dass das Geld, das Kindergeld, also zum Beispiel dadurch, dass ich ja aufgrund einer Behinderung noch weiterhin bei meinen Eltern lebe, bekommen meine Eltern immer noch Kindergeld für mich, bis wir nicht mehr in einem Haushalt leben. Und die Sache ist die, dieses Kindergeld, das wäre mir von meinem Geld abgezogen worden, wenn meine Eltern nicht einen Einspruch eingelegt hätten, dass ich das Geld nicht bekomme. Und auch alle, also, nee, also auch Taschengeld wird einem, wenn man zum Beispiel einfach Taschengeld aufs Konto überwiesen bekommt, das wird einem dann auch abgezogen, bis zu einem gewissen Punkt eben, wenn es einen gewissen Betrag überschreitet. Und ja, es sind so Sachen, es wird einem so viel abgezogen und so viel, und man soll dann trotzdem noch von so viel bezahlen davon. Und ja, was einem aber nicht abgezogen wird, ist dann wiederum ist natürlich die Fernsehkosten und so weiter. Wo ich dann, um es mal ganz kurz anzumerken, nur aus meiner Perspektive, von wegen, das ist keine Steuer, das wirkt dann schon ein bisschen wie eine Steuer, also wenn man das nicht abgezogen bekommt. Ja, und das ist sowas, wo ich mir dann denke, ja. Also ich finde es eben einfach schade, dass dann einem so viel abgezogen wird von dem, was man braucht fürs Überleben und was auch wichtig ist. Weil ich finde, Versicherungen sind wichtig, weil wenn man dann in eine Situation kommt, wo man es braucht, weil mitten in der Wohnung ein Feuer ausbricht und oder eine Kerze umgeflogen ist oder irgend sowas, da kriegt man gar keinen Versicherungsschutz. Aber wenn meine Mutter jetzt zum Beispiel eine Kerze umschmeißen würde in meiner Wohnung, dann wäre ich froh, wenn ich dann eine Versicherung habe, die mir dann hilft, meine Möbel, die vielleicht verbrannt sind oder irgendwas. Und dass man da so ohne Sicherheitsnetz gefühlt teilweise gelassen wird, das finde ich einfach, ja, sehr schade. Und soweit ich in einem Bericht gehört habe, da ging es um
Ich weiß es nicht mehr, wie der hieß. Es tut mir echt leid. Der ging. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt in der ARD oder im ZDF lief. Oh Gott, ich fühle mich gerade schrecklich. Ich bin gerade sehr uninformativ. Aber damals hat der Chef, der. Nee, nicht der Chef, aber der Mann, der das erfunden hat, der Herr Hartz, hat damals schon gesagt, dass man um die 500 irgendwas Euro bekommen soll. Und das ist ja. Das ist zum Start von Hartz IV. Und das ist ja seitdem viel Zeit vergangen. Und bei Gott, man ist noch nicht mal im Ansatz in der Nähe von diesen 500 Euro und das Leben wird nicht preiswerter. Ich meine, wenn man überlegt, wie die Preise in die Luft schnellen mit Butter, Milch, Eier und das Überleben wird teurer, aber es ist nicht so, dass sich dann der Preis an das, was man braucht, anpasst, gefühlt. Er wird jedes Jahr ein bisschen erhöht, wie die Rate der Inflation, aber es bringt ja nichts, wenn es nur so ein bisschen erhöht wird, so um 8 Euro, weil von 8 Euro kriegst du gerade mal zwei Stück Butter gefühlt. Es sind, glaube ich, drei Stück Butter, wenn ich mal kurz mit dem, was ich im Kopf habe, rechne. Unsere Butter kostet 2,75 Euro. Also es sind ungefähr drei Stück Butter. Oder auch ein bisschen mehr, ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher. Ihr wisst ja, Elena und Mathematik, das so trägt sich nicht so. Und naja, von drei Stück Butter mehr im Monat, da kannst du halt dann ein Brot mehr schmieren oder zwei. Oder vielleicht auch, also so mal übertrieben zu formulieren. Ja, also jetzt zu Punkt 3. Meine Ideen, was man vielleicht ein bisschen besser machen könnte. Also ich fände es netter, wenn man den Leuten, die, wenn man Einkünfte wie zum Beispielsweise aus dem Berufsleben abzieht. Okay, das ist nämlich was man verdient und was man, wo einfach so immer wieder kommt. Aber ich fände es zum Beispiel so nett, wenn man, egal ob jetzt jemand arbeitet parallel oder nicht arbeitet, wenn man zum Beispiel das Kindergeld nicht abzieht. Das ist ja kein Geld, das man als Elternteil hat, sondern das ist ja ein Geld, das für das Kind ist. Und ich fände es auch besser, wenn man zum Beispiel, ja, nicht immer, wenn das Sparguthaben etwas erhöht werden würde, damit, wenn jemand in eine Situation kommt, wo er eine neue Waschmaschine braucht oder einen Trockner oder der Herd kaputt geht oder man nur irgendwie einen Kühlschrank neuen braucht, dass man zumindest so ein bisschen einen Puffer hat, damit man nicht gleich gefühlt im Armenhaus sitzt, nur weil irgendetwas kaputt gegangen ist. Und etwas, was ich auch besser, was ich auch wirklich sagen muss, was ich fände, was langsam Zeit wird, wäre, dass man etwas mehr sich an die Realität, an die Lebensrealität anpasst. Nämlich, soweit ich weiß, darf man im Moment eine Wohnung mit 45 Quadratmeter als Alleinstehender haben. Und die darf nicht mehr als 400 irgendwas kosten. Und dann werden da noch die Nebenkosten dürfen auch einen gewissen Punkt nicht überschreiten. Das Problem ist, und ich wohne jetzt schon in einer etwas kleineren Stadt, also bei uns in der Stadt ist wirklich nicht so viel, so, wir sind nicht in einer Großstadt, also ja. Und bei uns ist es schon so, dass man, wenn ich auf Immobilien-Scout gucke, weil ich schaue ja gelegentlich, und einfach nur mal die Sachen eingebe, dann kommt bei mir null Resultate. Wenn ich dann eingebe, ja gut, dann sagen wir mal dieselben Quadratmeter für 800, dann kriegst du plötzlich Resultate, weil du unter diesen 800 gefühlt nichts kriegst. Also die Wohnungen sind nicht so preiswert, weil wenn du mal in einer Situation sind, wo der Mietpreis so unglaublich explodiert ist, dass du mit 400 Euro nichts mehr kriegst, was irgendwie, da kriegst du eine Einzimmerwohnung. Vielleicht kriegst du ein WG-Zimmer für den Preis, aber du bekommst keine eigene Wohnung, in der du dich zurückziehen kannst und leben. Und das finde ich eben schwierig, weil wenn du es dann nicht bezahlen kannst und also wenn das Amt dann sagt, ja, das überschreitet den Preis, dann ist es dann doch so, dass du am Ende des Tages das, was mehr kostet, draufzahlen musst. Und das ist dann wieder weniger Geld, das du zum Leben hast. Und das finde ich einfach schade. Und ja, ich finde es ein bisschen für mich ist der Punkt, wo ich sagen muss, ich finde es schade, dass vielen Leuten da wenig ermöglicht wird. Weil ja, Hartz IV ist nicht da, um gut zu leben, sondern nur zum Überleben. Aber ist nicht auch ein würdevolles Leben vielleicht ein erstrebenswertes Ziel? Weil es kann ja nicht sein, dass jemand, der nur aufstocken muss oder jemand, der aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten kann. Und ich spreche jetzt nicht nur von mir, sondern ich spreche jetzt auch von jemandem, der, wie mein Vater zum Beispiel, Rheuma hat und nicht sich bewegen kann und total schwer krank ist. Und mein Vater, der hat von seinem 16. Lebensjahr bis jetzt, wo er fast
Oh Gott, jetzt wird's peinlich. Oh ja, jetzt kommen wir wieder an den Punkt, wo Elena überlegt, wie alt ist Papi? 52? 51. Mein Vater ist jetzt 51 und zwischen 16 und 51, weil ich es jetzt nicht mit Mathematik versuche, ihr wisst, das wird bei mir voll in die Hose gehen. Es ist echt viel Zeit vergangen. Wenn mein Vater jetzt rein hypothetisch, weil sein Rheuma noch schlimmer wird, nicht mehr arbeiten könnte, würde er auch nur den Regelsatz bekommen und würde auch alles, was er hat, abgezogen bekommen. Und das finde ich unfair. Weil es kann nicht sein, dass wenn man sich was erarbeitet hat oder auch wenn man als junges Mädchen klug war und gesagt hat, ich spare eben, weil ich eben in der Zukunft was haben möchte, dass das einem alles abgezogen wird von dem, was man braucht fürs Überleben. Und deswegen wäre meine Idee, vielleicht nicht immer alles abzuziehen und ja, vielleicht die, die arbeiten gehen können und die Chance haben, sich da, die Chance haben, in eine andere Situation zu kommen, die etwas mehr zu fördern mit Kursen, mit Einsteigeprogrammen, vielleicht auch mal einfach nur, weil es manchmal auch schwierig sein kann, vom in Anführungszeichen nichts tun müssen, also weniger tun müssen, wieder in einen Volljob zu kommen, einfach auch mal nur so Angebote zu machen wie 3 Stunden arbeiten und so, einfach nur mal wieder in den Trott reinzubekommen. Und ja, das würde ich mir ehrlich gesagt in diesem Punkt wünschen, aber das Leben ist nun mal nicht wünsch dir was, so ist es eben leider. Und leider hören einen die, die es hören sollen, in dem Punkt nicht. Tja, aber vielleicht schaffen wir es irgendwann in der Zukunft mal, diese Sachen besser anzupassen und dann irgendwann ein viel besseres Leben für alle zu ermöglichen. Ich bin immer so schön utopisch fantasiereich. Naja, ich gebe die Hoffnung niemals auf, weil ich einfach jemand bin. Ich bin der Ansicht, solange man hoffen kann, solange kann man auch noch was tun. Ja, das war eigentlich alles, was ich zu dem Thema zu erzählen habe. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an debell.readymindoutlook.com. Ich würde mich sehr über eine Diskussion freuen und ja, ich gehe jetzt eindeutig mir diese Locke, die ich seitdem ich angefangen habe, gesehen habe, nämlich die hier abschnibbeln. Und ja, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder am Mittwoch. Bis dahin. Ciao.